Ja. Und dann kommt da sind noch 60 cm oben. Das ist ja nicht man, viel, was man da rein sieht das ja, weil ich krieg's mit drei Worten nicht mehr. Der Initiativkreis tagt im HDB. Hier treffen sich Mitglieder verschiedener Gruppen der Einrichtung, um organisatorische Punkte anzusprechen und Lösungen zu finden. Es wird eng mit dem Stadtteilbüro Habinghorst und der Stadt Castrop-Rauxel zusammengearbeitet, die mit dem Projekt Soziale Stadt den Stadtteil Habinghorst entwickeln, fördern und neu beleben wollen. Die gehen mal gar nicht mehr ab, da müsste mal die Schadelektriker reinigt werden. In diesem Rahmen werden häufig Veranstaltungen abgehalten, wie hier in diesem Fall die Eröffnung eines öffentlichen Bücherschrankes auf der Langenstraße. Zuschneiden. Also eins, zwei und. So. Wunderbar. Grundsätzlich ist es ein Projekt des Landes, Nordrhein-Westfalen, was mit Bundesmitteln dann auch gefördert wird, unterstützt wird, die dann zum Teil aber auch wiederum gekürzt worden sind, bedauerlicherweise. Und es geht darum, dass Stadtteile, die ja in schwierige Situationen geraten sind, aus welchen Gründen auch immer, dann eben mit entsprechenden Fördermitteln des Landes wieder stabilisiert werden. Ja. Und wir haben ein ähnliches Projekt mittlerweile in diesem Jahr abgeschlossen, das ist in Danninghausen, also im Stadtteil Danninghausen, und haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, die 5 Jahre, die dieses Projekt gelaufen ist, haben diesem Stadtteil schon ganz erheblich geholfen. Damit ist nicht alles zufriedenstellend gelöst. Das funktioniert auch durch das Projekt Soziale Stadt allein. Mhm. Das muss hinterher natürlich nachhaltig weiter bearbeitet werden. Ja. Aber das ist ein Schub, um wieder einen solchen Stadtteil neu auf den Weg zu bringen. Ja. Und aufgrund eben dieser guten Erfahrung in Danninghausen haben wir das Projekt als solches auch angemeldet eben für Habinghorst. Ja. Das ist einerseits aus der Verwaltung heraus als Initiative entstanden, dann aber auch aus dem politischen Raum, insbesondere aus der SPD, weil es eine langjährige Diskussion in Habinghorst schon gegeben hat um die Landesstraße. Mhm. Und wir wissen schon seit Jahren, vielen Jahren, dass eben die Landesstraße bei weitem nicht mehr das noch verkörpert, was eben sie vor Jahren gewesen ist, nämlich wirklich ein florierendes Nahversorgungszentrum. Das ist mittlerweile weggebrochen. Und die Bemühungen der Geschäftsleute sind sehr redlich und sehr rührig gewesen, insbesondere die Inverb und um Herrn Schutte-Uller. Aber das sind dann nur immer so Maßnahmen gewesen, wie keine Parkgebühren mehr oder öffnet die lange Straße und weiter. Das reicht nicht aus, um dieses Quartier insgesamt dann wirklich zu stabilisieren. Das haben wir erkannt und haben das eben angemeldet als Projekt im Rahmen der Sozialen Stadt in Düsseldorf und dazu sind dann eben entsprechende Förder auf der Grundlage eines Konzepts, was entwickelt worden ist, entsprechende Fördergelder bewilligt. Das ist so die ganze Geschichte in Kurzform. Wir sind ein Teil des Vorstandes der Interesse- und Werbegemeinschaft Habinghorst. Vor über 40 Jahren wurde diese Werbegemeinschaft ins Leben gerufen und wir haben hier Herrn Werner Elken sitzen, das ist der Ehrenpräsident der Interessen- und Werbegemeinschaft, der einer der Mitgründer der Werbegemeinschaft hier ist.
Vielleicht ist es am vernünftigsten, wenn ich sage, wie wir zu der Sache gekommen sind damals. Das ist also etwa 40 Jahre oder etwas über 40 Jahre her. Wir haben uns getroffen, einige Geschäftsinhaber der Straße, und wollten irgendwelche Werbemaßnahmen überlegen. Und das Erste, was uns einfiel, war die Weihnachtsbeleuchtung. Da sind wir dann losgezogen mit dem Hut in der Hand, wie man das macht, haben Geld eingesammelt und haben die erste Weihnachtsbeleuchtung davon gekauft, installiert und durchgeführt. Und ein Jahr später haben wir das Gleiche wieder gemacht. Und dann kam die Idee auf, warum sollen wir in jedem Jahr hier sozusagen betteln, das überhaupt zusammenzukriegen. Angekommen war das gut, das sah auch sehr gut aus. Und da kam dann eben die Idee auf, einen Verein zu gründen, das war dann die Inverb, damit man verlässliche Einnahmen hatte über die Mitgliederbeiträge und damit das Ding finanzieren konnte. Und alles andere ist eben im Nachhinein daraus entstanden. Die Lange Straße ist irgendwann mal umgebaut worden. Und zur Eröffnung haben wir dann ein großes Fest hier veranstaltet, das eigentlich auch sehr gut angekommen ist. Mit altem Handwerk, mit allen möglichen Ausstellungen. Die Mitglieder haben vor ihren Geschäften Waren ausgestellt. Und das Ganze ist sehr gut angekommen. Vom Oberbürgermeister Paulik hat damals eröffnet. Und als das vorbei war, haben wir gesagt, das ist eine tolle Sache, das sollten wir jetzt eigentlich jedes Jahr machen. Und daraus ist dann das Sommerfest entstanden, das inzwischen auch schon 25 Jahre existiert. Aber das soll nur ein Beispiel sein. Die Inverb hat im Laufe der Jahre viele andere Dinge gemacht, Preisausschreiben, Feste zu jeder Gelegenheit, zu Weihnachten, am Weihnachtsmarkt. Und wir haben jetzt gibt es ein Frühjahrsfest und es gibt ein Herbstfest, solche Dinge. Ja, das ist so in groben Zügen zum Entstehen der Werbegemeinschaft zu sagen. Was sie in all den Jahren gemacht hat, kann man so schnell gar nicht aufzählen. Das HDB bietet Raum für hilfsbereite Menschen und Ideen. So finden sich unter den ansässigen Gruppen und AGs Sprach-, Tanz- oder Zauberkurse, Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderung oder interkulturelle Kontaktmöglichkeiten wie der Müttertreff oder das Generationencafé. Das HDB ist schon festgehalten in einem integrierten Handlungskonzept, was für Habinghorst Aussagen trifft, was soll hier in den nächsten Jahren alles passieren im Rahmen soziale Stadt. Und Haus der Begegnung hat dann schon eine besondere Rolle. Das soll so ein Ort sein, an dem verschiedene Dinge zusammenkommen, an denen es mangelt im Stadtteil. Also von Freizeit über Begegnungsmöglichkeiten, aber auch Bildungsmöglichkeiten, Kultur. Mhm. Also für mich ist das so eine klassische Geschichte, ein kleines, aber soziokulturell angelegtes Raum, an dem viele Bürgeraktivitäten und viele soziale Dinge zusammenkommen. Das Generationencafé ist entstanden vor einem Jahr aus einer Idee von dem Herrn Wagner, einem Mitarbeiter der Stadtentwicklung unseres Rathauses. Er wollte einige Leute von uns dazu gewinnen, vom Initiativkreis, um so etwas auf die Beine zu stellen, damit sich mal Leute eben halt in Habinghorst zum Kaffee treffen, für kleines Geld. Und das ist dann auch daraus entstanden. Wir führen es mittlerweile ein Jahr, haben inzwischen auch einen Verein daraus gegründet. Das nennt sich jetzt Generationencafé e.V. Jeder kann Mitglied werden, der es möchte. Für monatlich 1 Euro Beitrag, das ist wohl nicht zu viel verlangt. Es gibt auch immer ein paar nette Sachen, die dann dazukommen. Mal haben wir eine Modenschau arrangiert, jetzt soll mal demnächst ein Flohmarkt für Kinder arrangiert werden.
Es wird zu Weihnachten wieder eine Kleinigkeit gemacht. Ansonsten schauen wir mal, was uns noch sonst einfällt. Das Interessante daran ist, wir haben das damals genannt, in Habinghorst Gesprächsstoff pur. Denn jeder hat sich darüber unterhalten auf der langen Straße, dass jetzt so etwas bei uns gibt. Denn das ist ja einmalig überhaupt im gesamten Gebiet. Das hieß Integration, lange Straße, was wird gemacht, wie auch immer. Da habe ich mich ja dann mal für interessiert, habe gesagt, erstmal gucken, weil ich wohne ja schon 42 Jahre hier und habe mich dann erkundigt und so bin ich da reingekommen zum Café und irgendwie wurde dann das gegründet. Also irgendwie, der eine hat gesagt so, der andere so, wie bei euch auch mit dem Computerkurs, so ist das bei uns ja auch gelaufen. Ne? Ja, ihr seid ja auch ein eingetragener Verein. Wir sind jetzt ein eingetragener Verein, ja, aufgrund dessen, weil es für uns wie auch immer günstiger ist. Ne? Wann trefft ihr euch? Also das Frühstück ist jeden Donnerstag von 9 bis um 11, kostet 3 Euro, komplett, egal wie viel. Nach Hause, einen Kaffee. Ja. Und wir treffen uns, ja, wenn Versammlung ist, einmal im Monat, muss ja sein, dann wegen dem Verein. Dann wird besprochen, was gemacht wird, was nicht machen. Oder wenn jetzt Geburtstagsgäste sind, dann sagen wir, die können dann kommen, aber ohne Alkohol. Und wenn die Gäste selber mitbringen, dann ist das kein Problem. Da haben wir die Genehmigung dafür und die Erlaubnis, damit wir dann diesen mitgebrachten Sekt ausschenken dürfen. Ah ja, gut. Ja, und ist jetzt auch so, wenn einer von uns jetzt hier von dem Verein Geburtstag hat, von den Helfern, dann können wir auch hier unser Geburtstag feiern. Und wer darf zu euch kommen? Wer kommen möchte, ist kein Problem, da kann jeder kommen, ist egal ob jung, ob alt. Generation. Ob jetzt 20 genau. Oder 90, das spielt ja jetzt keine Rolle. Ne? Oder so wie jetzt das Kleinkind da ist. Also auch multikulturell. Auch multikulturell. Das ist es ja. Das Haus der Begegnung gehört ja eigentlich mit so zu den sozialen, zu den weichen Faktoren. Soziale Stadt bedeutet in erster Linie auch städtebauliche Maßnahmen. Bauen in der Langestraße etwa oder Schulhofgestaltung, Spielplatzgestaltung und so weiter. Aber dazu kommen dann natürlich auch ganz wesentlich sozial flankierende Maßnahmen. Und dazu gehört das Haus der Begegnung. Da muss ich wirklich sagen, das hat mich beeindruckt. Das hat mich wirklich beeindruckt, die Entwicklung dieses Ortes. Mhm. Denn das ist mittlerweile so ein echtes Begegnungszentrum geworden, wo die Menschen aus Habinghorst rund um die Landesstraße, dann sich tatsächlich auch treffen, wo eine Reihe von Projekten angeboten werden, die eben auch als Hilfestellung, als Beratung im Alltag dienen können, aber auch einfach nur im Sinne der Begegnung, wie das Frühstück am Donnerstagmorgen ist das, glaube ich. Ja, das Generationscafé. Das Generationencafé, also eine ganze Reihe von Projekten, die dort stattfinden und dadurch werden doch eine Reihe von Menschen in Habinghorst dann auch gebunden und sie werden informiert über das, was eigentlich passiert im Rahmen der sozialen Stadt. Mhm, genau. Ja, und das ist ja eigentlich das, was wir auch erreichen wollen. Wir wollen ja letztlich eine Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir müssen die Menschen bewegen, sich selber um ihren Stadtteil zu kümmern, zu bemühen. Ja. Das setzt voraus, dass sie entsprechende Informationen erhalten und das setzt voraus, dass sie sich als Nachbarn und als Menschen in einem Ortsteil im Sinne des Zusammenlebens begreifen. Manchmal trügt der Schein. Die lange Straße bietet nicht nur geschlossene Ladenlokale und 1-Euro-Läden.
In den Eingeweiden dieses Gebäudes findet sich mit dem alten Kino ein für manche vergessener Schatz. Ich bin die Initiatorin des Wortcafés. Das ist jetzt inzwischen ein Jahr her, dass ich das eröffnet habe. Es wurde nach dem Haus der Begegnung eröffnet, nach der großen Feier mit dem Bürgermeister. Wir haben uns zugrunde gelegt, dass wir die Kultur etwas mehr nach Castrop-Rauxel holen wollen, beziehungsweise mehr nach Habinghorst. Denn da ist ja momentan in der Art überhaupt nichts. Im Oktober haben wir etwas ganz Neues vor. Da wird das Wortcafé dann nicht am Sonntag stattfinden, sondern wir werden an dem Wochenende am 13. und 14. Oktober ein Event durchführen, und zwar im ehemaligen alten Kino in Habinghorst auf der Langen Straße. Da ist geplant, mit dem WRT, dem Westfälischen Landestheater, ein Krimi aufzuführen nach Hitchcock, Party für eine Leiche. Und danach werden dann die Diskussionen mit den Schauspielern und dem Regisseur und dem Intendanten abgeführt, mit dem Publikum. Das wird eine sehr interessante Sache. Und den Tag drauf wird ein Matinee stattfinden. Dann wird nochmal ein Film gezeigt, in Schwarz-Weiß-Form von Castrop-Rauxel. Und das Gleiche, was wir abends vorher als Schauspiel sehen, als Krimi sehen, werden wir dann nochmal als Film vorführen, damit man dann das gegenüberstellen kann. Hallo, ich bin Sigrid Schmidt-Karsten und gehöre zum LMC Castrop-Rauxel, der sich vor 5 Jahren gegründet hat. Und wir waren an verschiedenen Örtlichkeiten im Einsatz, anfangs in Deininghausen, im Zentrum, danach in der Agora, und jetzt seit einem Jahr sind wir im HDB. Und ich möchte zusammenfassen, dass wir wieder erwarten, eine ganz tolle Entwicklung erlebt haben im HDB. Ja, es sind verschiedene Gruppierungen mittlerweile zusammengefunden, die auch sehr gut zusammenarbeiten. Es sind mittlerweile 15 verschiedene Gruppen, teilweise sozial ausgerichtet, teilweise auch jetzt bei uns fachlich, wie PC-mäßig und so weiter und so fort. Wir selber treffen uns jeden ersten und jeden dritten Sonntag im Monat. Ich mache mir die Ablaufplanung, ich organisiere, mache die Termine, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Alle ziehen jetzt irgendwie an einem Strang, so habe ich den Eindruck. Das wird sich, denke ich, mal noch verbessern und verbessern müssen, nach 2014 sowieso. Weil da die soziale Stadt in dem Augenblick ja ausläuft. Da sind wir also allein verantwortlich für die Leitung dieser Einrichtung. Und das wird nicht einfach werden. Ja, der LMC ist für Habinghorst, sprich halt eben auch für das HDB, deswegen gut, weil gerade die Computerei in der heutigen Zeit viele Leute, sprich jung und alt, Profis und Anfänger, halt eben bindet. Und wir möchten aus diesem Grunde diese Leute, die halt eben sich für die Computerei begeistern, zum Stadtteil Habinghorst, sprich ins HDB, hinführen. So, Datei an Engel hinzufügen. Da mache ich jetzt erst einmal, hier steht online, nicht von, sondern von der Festplatte. Ja? Da klicke ich jetzt drauf. So, und dann geht er direkt in die eigene Datei. Hilfe im Alltag soll dafür sorgen, dass auch Gruppen, die sich ansonsten schwer tun,
bei uns ein Zuhause finden. Sei es Personen, die sozial Schwierigkeiten haben, im Behindertenbereich, im Sozialhilfebereich. Unsere Intention ist es, Menschen weiterzubringen, ein Stück zu helfen. Hier leben Menschen in einem sozialen Brennpunkt, die es verdient haben, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die wollen wir ihnen geben. Hilfe im Alltag allerdings, zusammen mit meiner Lebensgefährtin Angelika Harms, soll etwas bewegen. Wir wollen, dass die Menschen zu uns reinkommen aus der Begegnung. Sie sollen sich wohlfühlen, sie sollen sich angenommen fühlen und sie sollen das Gefühl haben, hier werde ich als Bürger ernst genommen. Hier ist man für mich da. Hilfe im Alltag ist nicht die einzige Anlaufstelle für Menschen mit gesundheitlichen Problemen im HDB. Die AG Mobilität bietet jeden ersten Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr kompetente Tipps und Anregungen zur Selbsthilfe für Menschen mit Gehbehinderung. Nein, zum Arzt. Da wird man rein. Zum Zahnarzt. Da muss er ja auch wegfahren, ne? So ungefähr von heute. Da muss er das ja auch. Es bleibt zu hoffen, dass gerade solche Gruppen nach 2014, wenn das Projekt Soziale Stadt ausläuft, weiter fortbestehen können. Sei es kulturell, sei es wirtschaftlich, sei es sozial. Es brannte an allen Ecken und es brennt noch. Habinghorst ist ein sozialer Brennpunkt. Aber unser Initiativkreis im Haus der Begegnung, im Rahmen der sozialen Stadt Habinghorst, wir wollen etwas bewegen, wir wollen die Menschen animieren. Kommen Sie ins Haus der Begegnung. Dort gibt es verschiedene Gruppen des Initiativkreises. Und die Angebote sind sehr reichhaltig und sehr vielfältig. Und ich denke, unsere Gruppen arbeiten ehrenamtlich. Das heißt, sie bekommen nichts dafür, aber sie geben sehr viel. Das Interessante ist auch bei uns, dass nicht nur Senioren zum Kaffee kommen. Es sieht sich genauso mal ein Verwaltungsangestellter vom Rathaus dahin. Es kommen junge Frauen mit ihren Kindern, sitzen schon mal eine Clique da gemeinsam, die anschließend ein Bummelunternehmen. Die treffen sich dann alle 4 Wochen bei uns. Es kommen auch aus anderen Stadtteilen, natürlich auch Senioren zu uns. Die Zukunft unseres Clubs, des LMCs, liegt eigentlich darin, dass wir eigentlich im HDB bleiben möchten, langfristig auch, und möchten mehr Mitglieder dadurch bekommen. Ich denke mal, es ist ein Anfang, ein Neuanfang, der mit Sicherheit nicht einfach wird. Eben nach 2014, wie gesagt. Im Augenblick, das eine Jahr haben wir gut überstanden, aber wir sind auch in die Hand genommen worden hier, von verschiedenen Einrichtungen, Unterstützern natürlich auch. Aber halt die richtige Arbeit geht erst jetzt los. Also das Tempo, mit dem das begonnen ist, mit dem also gerade Bürger hier aus dem Stadtteil und Gruppen angefangen haben, hier was zu veranstalten, das ist erstmal übertroffen worden. Also da ging so rasant ab, da konnte ich gar nicht hinterher gucken. Jetzt haben wir aber die erste Euphoriephase nur hinter uns. Die Ernüchterung, wie immer, ist auch eingetreten und jetzt wird langsam ernst. Das heißt, nicht alles läuft von alleine. Das finde ich normal, das frustriert mich auch nicht. Ne? Das eine oder andere muss sich jetzt erstmal wieder neu aufbauen und neu entwickeln. Gibt auch Sachen, die nicht zustande kommen, die nicht funktionieren. Die zweite Phase, die wird jetzt ernsthaft. Also gelingt es zum Beispiel zwischen den verschiedenen Gruppen, dass man mal gemeinschaftlich Öffentlichkeitsarbeit macht oder gemeinsame Aktionen für das HDB und für den Stadtteil. Das steht jetzt am Anfang. Und muss ich sagen, das ist ein zähes Geschäft. Wenn es Ihnen wirklich gelingt, und das scheint so zu sein, auch mit Hilfe des Stadtteilbüros, das möchte ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen, dass wirklich so dieses Leben dann auch behält, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das eine dauerhafte Einrichtung wird. Und dass die Projekte sicherlich im Laufe der Jahre wechseln werden, ja, klar, die Angebote sich wahrscheinlich ergänzen werden oder eben abwechseln werden, dass aber das Haus selber oder dieser Ort, Haus der Begegnung, dann dauerhaft wirklich so ein Begegnungstreffpunkt bleiben wird. 2014 endet das Projekt Soziale Stadt. Ab diesem Moment ist das HDB für sich selbst verantwortlich.
Doch mit etwas Glück wird das Haus der Begegnung auch zu einem festen Bestandteil der Lange Straße, wie das alte Kino. Für Habinghorst wäre es wünschenswert.